Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. Weiter geht's im DLC Dialys Zukunft. Ich glaube, ne? Ich glaube, so hieß er. So. Und wir erobern jetzt erstmal kurz das Truthahn-Gebiet hier. Ja, kommt man alle. Oh ja, kommt alle ran. Oh shit. So, Moment, wir konzentrieren uns immer auf einen. Wo ist der, auf den wir uns konzentrieren? Da ist der. So. So, noch einer weniger. Wen haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ihn hier. So. Alter, heilst du die etwa? Du kleiner, dreckiger Tröter. Ich glaube, es hackt. So. Nimm das. Junge. Hui, da kommen sie alle an. Oh shit, ja, er hier. Nee, halt ihn. Er ist auf ihn. Nein, okay, das Umwerfen hat verfehlt. Finde ich jetzt nicht so geil, aber hey, okay. Ich splude. Moment einmal, ey. So. Alter. Junge. Das ist ja mal wieder hier, ey. Okay, einer von den kleinen, wie ist es schon erledigt? Komm, lad die Umwerfenfähigkeit auf. So, nice. Und zack. Oh, Nicole, mach keinen Scheiß. So. Okay. So, jetzt machen wir mal hier die Paar-Kombo. Ja, gut, okay. So, der ist schon mal weg. Geilo. Oh. So. Alter. Okay, und ab auf den Totempfahl. Totempfahl, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, einmal nach hier, damit ich von hier das... Okay, doch nicht das Feld erzeuge, das Heilungsfeld. So, Felswand. Ach ja, genau, Steine für den möglichen Dungeon irgendwie, ne? Ich werde eine Gesteinsprobe dieser Gegend nehmen. Okay. So, und wir müssen nach da. Oh, kann ich hier runter? Ja, nee, eher nicht. Eher nicht. Wäre nicht ganz so geil, glaube ich. Na gut, das heißt, wir müssen wieder einen kleinen Umweg gehen. Chapeau. So, oh shit, ja, den Weg da. Kann ich mich hier runterfallen lassen?
Überlebe ich das? Will ich das Risiko eingehen? Nein. Nee, komm. Da bin ich ja doch ein kleiner Schisser. So, hüp. Aber hier. Hallo, soll man das sagen? Das auch. So, hier haben wir alle katalogisiert, nenne ich es mal. Finde ich sehr, sehr schön. Gut, bis auf den Vogel. Hier, Stufe 10. Ich glaube, den kralle ich mir jetzt auch einfach mal. So, beziehungsweise er versucht, sich uns zu krallen. So. Brems. Zack, nochmal Regenerationskraftfeld. Alle drei drin. Sehr schön. Ja, schön, dass er schwankt. Ich kann ihn leider noch nicht umwerfen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber hey, was willst du machen? Moment, wo seid ihr alle? Und? Ist die Paartechnik bereit? Jo. Geil. Ah, gut, ah, shit. Nicole hat ihn noch nicht geschleudert. Ah. Dann wäre das ja effektiver, ne? Na gut. Jetzt ist er geschleudert. Shit. Ärgerlich. Wie ist es denn jetzt, wenn ich... Matthew? Ne, okay, muss auch aufladen. Okay, alles klar. Nice. So. Dann weiter mit Matthew. Hier ist eine Leiter. Okay, Moment. Reparieren. Untersuchen. Reparieren wir. Alter, aber sowas von. Cool. Wow, also das sind echt so Funktionen, muss ich sagen. Finde ich geil, dass sie die reingenommen haben bis jetzt. Finde ich gut, ne? Auch, vor allen Dingen auch, hatte ich ja in den letzten Folgen schon gesagt, diese Anzeige, dass man sieht, ne, es gibt, du hast jetzt den zweiten von 7 Containern gefunden. Oder die erste von 5 Aussichtspunkte. Ne? Also das finde ich echt geil. Und ich hoffe, dass es... Also was heißt, ich hoffe, es wird ein Xenoblade Chronicles 4 geben. Also behaupte ich mal, das ist amtlich. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts zu gelesen, aber die Reihe werden die nicht sterben lassen. Also das kann ich mir am besten wirklich vorstellen. So. Ja, wobei das halt auch interessant... Also würde mich jetzt schon interessieren, wie die Verkaufszahlen waren im Vergleich immer. Oh, City-Flüchtling. Halte durch, wir versorgen deine Wunden sofort. Okay. Namen Möbius. Möbius. Ja. Ohne sie hätte ich noch lange in der City leben können. Verdammt. Okay. Also ich fürchte, bald so wirklich retten können wir keinen der Flüchtlinge, kann das sein? Sondern die werden alle auf gut Deutsch draufgehen. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, die sind alle im Dingens drin. So, hier springen wir runter. Die haben wir auch gut. Den großen Oschi da hinten habe ich nicht. Aber hey, Schwund ist immer. Was? Okay, wieso leuchtet jetzt gerade? Da ist ein Container. Look at this. Open up, says me. Yeah, Techniklizenz. Cool. So, hier habe ich jetzt mal Techniken. So. Achso, nee. Moment, das wollte ich jetzt. Nee. Okay.
Ah, hier kann ich noch eine Leiter herstellen. So, mal gucken, ob wir alles haben. Untersuchen. Jo, dann her damit. Gucken, wo es da hingeht. Hab jetzt gar nicht geguckt. Ist das Mini-Radar noch am Ausschlagen? Ja, ist es. Also eventuell... Hallo? Eventuell ist hier oben irgendwo ein Flüchtling, oder? Nee, ein Relikt. Was ist denn nur wieder Relikt? Einfach nur eine Schatztruhe, eine große, oder? Scheint so. Juwelenlizenz. Relikt geborgen. Nice. 1 von 5. Okay. Schon geil. Was der DLC hier jetzt auch schon wieder an neuen Sachen alles einführt. So. Ja, ruf du Mann. So. Bin ja mittlerweile Stufe 17. Na, mal gucken, auf 18 kann ich mindestens aufleveln, würde ich behaupten, an einem Lagerfeuer. So, die haben wir auch. Chapeau. Oh, ich dachte eben, da kann ich noch was einsammeln. Nö. So, die haben wir. Was seid ihr denn hier für Viechers? Ach komm. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um das Vieh. Roptarinos. Und übrigens, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie das mit der Lautstärke passt. Ne, so, sowohl in-game als auch Mikro etc. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie durch ein Update, ich weiß nicht, ob durch ein Update oder so, oder vielleicht habe ich auch was an den Ohren, aber also wenn sich da irgendwas verstellt hätte, also ich muss in der Post-Production immer noch ein bisschen nachregeln, mittlerweile wieder. Also ich... Nein, er hat bei der Attacke quasi an der Ausführung gehindert. Du Sack. Das ist ja mal eine absolute Frechheit. So ein Schmutz. So, komm du her hier dafür. So. So ein Schmutz. Nein, verfehlt. Ach komm. Und los. Ich habe nicht abgeblockt. Autsch. So, sehr schön. Erledigt. Ätherkanal. Oh. Hui. Frosch im Hals. Hui. Okay, dann gucken wir mal. Sehen wir von hier aus Glimmer? Oder zumindest, wo sie hin ist? Excuse me. What's up, Nico? Well, Come on, man. Enough with the umming and ahhing. Spit it out. Sorry. Matthew, you could have chosen your words more carefully. Oh, wait, scratch that. I just meant that you shouldn't be afraid to speak your mind. I'd like to make some adjustments to the operation of my backpack arms. There was an issue with mobility in that last battle against the monster. I'm sure there'll be more fighting ahead, and I don't want to slow you guys down. Well, now. Is that all? Relax, no worries.
We can take a load off somewhere and let you tinker. There's an open space over there. It should serve for a rest spot. Oh, thanks very much. And hey, it came out weird earlier, but I really meant it. No need to be shy with us or hold anything back. You're not our hostage or prisoner. You know that, right? Yeah. Thank you. I'm quite surprised. He's more flexible than I thought. He comprehends his situation, does his best to adapt. Oh, yeah? I find him kind of, I don't know, meek. And he's not much of a chatty fella. All in life's rich tapestry, no? Yeah. People are people. Not everyone's going to have a personality as straightforward as yours. You taking the mic? No. Call it praise. Anyway, the real issue is our other friend. Hey. Matthew? I guess you foresaw all this, didn't you? Right from the start? Yes, but you needed to experience it. I'll take the blame. Oh, man. Anyway, we'd better go and find her before the gal gets herself... Yes. No good. Still a bit farther till comms range. Wolves! Oh, okay. Aha, jetzt kämpfen wir als Glimmer direkt, okay. Bitte. Na, gut, war jetzt einfach. Clocks, they're gone, aren't they? You're done. No need to fight anymore. No need to take life or fear its loss. No way. It's true. Engines. Levinuses? But they're not Kvasi Levnesses. What's that gear? From the city. Like the ones we studied in the textbook? An Agnian soldier. Out here all alone, eh? She's probably scouting out territory. We'll capture her for now, get her unit's location. Don't want to be getting into fights with colonies right now. Oh no! Alright, I'll make it quick and painful. Na, dann wollen wir mal. Mal gucken. So, wie ist denn das? Machen wir erstmal die hier fertig. Oder? Alter. Ah.
Okay, und wieder Kraftfeld. Alter. Was? Wer heilt hier wen? Hör, steh auf. Alter. Ja, komm. Okay, also ich gehe mal davon aus, den Kampf sollen wir verlieren. So, Rums, verdammt. That's enough. You better stop resisting, or I will end you. Ugh. You're... What's wrong, Panacea? Is there a problem? Ah, teacher. An Agnes soldier, so young. Teacher, she seems to be one of them. Them? The Clockless. No flame clock. So she's out of the loop, huh? Who could have done it? Strange. What do you want to do, Shulk? Okay, Moment, was macht denn Shulk jetzt da? Everything okay? Yes. No issues, sir. That's good to hear. Also, do you want to drop the sir? I'm sure it gets tiring. Matthew, there's nothing wrong with having these heart-to-hearts, but we should focus on our pursuit for now. Yeah, all right, I get it. Ja, so. Okay. Das ist jetzt ja mal ganz interessant. So, Moment, Stufen steigern. Da müsste doch einiges drin sein. 17 auf 18. Ja, immerhin eine Stufe. That's worked up a good sweat. No, besser als nix. Dann gucken wir noch mal kurz nach dem Futter. So, Dauerkampfbonus, erhöhte Beute, Sammelbonus. Hm. Tja. Ist jetzt irgendwie alles so, naja. Aber wenn wir gar nichts haben, nehmen wir mal das hier, Sammelbonus. Lecker Fisch. Fisch und Pilz. Warum nicht? So, okay. Okay, I'm good. Dann machen wir hier erstmal am Lager Feierabend. Und mit der Folge nebenbei ist auch erstmal Feierabend. Ne, hier geht's dann in der nächsten Folge logischerweise weiter, wenn wir wieder nach Glimmer suchen.